quatsche ich gerade mal wieder zu mir nach oben. Es wird dunkel, aber wir haben hier bestimmt auch noch einen Lichtschalter. Jo. Und zwar, ich habe jetzt eine Stunde lang ja Outdoor gesuchtet. Und zwar, ja, Pokémon halt. Und es ist echt enorm, wie weit, nicht auf die Schnauze fliegen, es ist echt enorm, wie weit man läuft halt, weil ja, ihr merkt, oh naja, komm hier, da und da zu dem nächsten Spot, da findet ihr eventuell wieder ein Pokémon, ja, dann latscht man da weiter. Und zack, 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 nächster Kilometer, dann wieder ein Kilometer, das ist schon richtig, richtig crank. Und jetzt wird das Video zusammengeschnitten, ich hoffe, es gefällt euch. Ich konnte halt immer nur Screenshots machen und das ist natürlich blöd. Und ja, aber ich denke mal, ist auf jeden Fall nice. Auf jeden Fall richtig nice. Aber wie gesagt, ich muss mal gucken, dass ich das irgendwie geritzt bekomme. Und zwar, dass ich aus der Not eine Tugend mache. Und zwar, dass ich, ja, dass ihr mich dabei natürlich auch irgendwie seht. Weil jetzt ist es ja dann wie eine Art Commentary. Also sprich, ich kann dann euch zeigen, oh, hier, das und das habe ich gemacht. Und wenn wir das aber so regeln könnten, dass einfach ein oder zwei Leute das halt einfach filmen, währenddem ich hier eben am Start bin und durch Hamburg runne, ja, dann wäre es natürlich mega awesome. Und hat man das direkt so, sage ich jetzt mal, oh hier, das sind das Pokémon und so weiter und so fort. Das war's von mir. Haut rein. Jo, und los geht's mit einer Folge Pokémon Go, wo ich wiederum sagen muss, wird mehr ein Commentary, weil ich ja dann alles so hin und her zusammenschneiden werde, weil man das ja nicht wirklich aktiv spielen kann. Also sprich, wenn ich halt draußen rumrenne, geht es halt relativ schwierig, dass ich das, ja, kommentiere und mich dabei filme. Wie ihr sagt, das würde halt nur gehen, wenn das ein Abo mal macht. Das war da sagen, gut, okay, hier, ich werde hier gefilmt währenddem. Das könnte man machen. So, und zwar, ja, ich war eine knappe Stunde draußen und habe Hamburg unsicher gemacht. Ich bin mittlerweile Level 5. Wir gucken uns jetzt mal das Tagebuch an, dass ihr mal seht, was hier so geht. Also ich scroll mal richtig. Ja, Jonathan hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Das ist natürlich ziemlich geil. Ja, und auch ein Bild hinterher. Cooles Ding. So, und zwar habe ich hier am Anfang halt richtig ordentlich Pokébälle bekommen. Jo. Dann habe ich Ratzfatz gefangen. Richtig nice. Der ging auch relativ easy. Dann nochmal. Ja, hier seht ihr halt, ich scroll hier mal den Log durch und ich zeige euch dann natürlich immer schön Fotos, wie ich dann halt eben die ich halt aufgenommen habe. Das fand ich richtig geil, hier, als ich hier diesen Carbador gefangen habe. Ah, okay, also man kann also nicht nochmal extra, ich hätte jetzt gerne nochmal extra raufgeklickt, um euch das richtig zu zeigen. Dann ist natürlich geil, dass ich Screenshots gemacht habe. Der war nämlich in der Nähe vom Wasser. Das war richtig, richtig cool. Raupi habe ich eingefangen, das war schon auf dem Rückweg. Quapsel auch, Taubsi, das ging relativ easy, aber manche haben sich richtig, richtig, ja, schwierig angestellt. Ich scroll den hier einfach mal durch und dann abends, also, beziehungsweise ja, als es dann schon im Spiel dunkel wurde, da bekam ich dann Tränke. Ich habe noch keinen Plan, wofür die sind, aber das werden wir dann, denke ich mal, relativ schnell rausbekommen. Ich bin noch ohne Team. Ich bin in einer Arena kurzzeitig gewesen, war dann aber zu low, weil ich erst Level 2 oder 3 war und es geht erst ab Level 5. Jetzt gucken wir mal rein, welche Pokémons ich bekommen habe. Ich habe 29 von 250, finde ich meiner Meinung nach schon relativ nice. Diese kleine Auswahl hier, aber da habe ich natürlich mehrere doppelt. Hier Traumato kam ganz oft und war auch total easy zu fangen. Hier Rosanna hatte ich hier irgendwie die als allererste. Also klar, Bisasam war direkt am Anfang. Da musstest du irgendwie gar nicht wirklich was machen. Konntest du gleich sagen, gut, okay, komm, ich nehme dich mit. So, Items, gucken wir mal. Hilft bei Wunden, okay, das ist ziemlich nice. Und den habe ich natürlich schon relativ viel. So, Rauch konnte ich auslösen bzw. verwenden, um halt Pokémons anzulocken. Das war ziemlich geil. So, ich würde gerne mal die Eibrutmaschine ausprobieren. So, das kann hier leider nicht eingesetzt werden. Draußen konnte es aber auch nicht eingesetzt werden, was mich ziemlich abfuckt, weil ich nämlich mehrere Eier habe. Hahaha, ich habe mehrere Eier. So, Pokédex. Da kann man halt die ganzen Pokémons sehen, die ich halt, oder Pokémon, glaube ich, da gibt es keine Mehrzahl von. Und
Yeah. Dratini. Auch nicht schlecht. Achso, und die kann man dann nochmal entwickeln. Oh yeah. Also das heißt, das hat richtig, richtig viel, ja, Spielpotenzial an sich. Okay. Gucken wir mal hier rein. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Grundsätzlich ist das so, dass du in dem Spiel so, also das ist, wie soll ich sagen, das zieht einen relativ gut in den Bann. Also man ist da, man fühlt sich gar nicht so, als würde man ein Spiel spielen und rennt dann halt eben draußen rum. Das ist schon ziemlich nice. So, jetzt muss ich aber mal gucken. Tipps. Ja, klar. Ein Ort in der echten Welt, an dem Pokebälle und andere Items finden kannst. Der Pokeshop ändert seine Form, wenn du nah genug dran bist. Achso, okay, ja, Pokestop, ja. Das ist halt wirklich so. Der ändert die Form, dann sieht er so aus, wie ihr es jetzt gerade seht. Und dann könnt ihr eben draufklicken, dann könnt ihr das Bild drehen und dann seht ihr, was da abgeht. Und dann kannst du halt eben viel erreichen. So, die Arena, die habe ich dann, wie gesagt, auch schon erreicht. Und dann war ich aber noch zu low. Ja, eine leere Arena habe ich noch nicht gefunden. Wie gesagt, ist auch verständlich, weil die halt in Deutschland noch nicht so krass weit sind. Eigentlich ist das ja für den deutschen Markt noch gar nicht vorgesehen und von daher mega, mega nice momentan, dass man sich da halt so eine kleine, wie soll ich sagen, so einen kleinen Vorschub erspielen kann, meiner Meinung nach. So, ja, das soll es dazu gewesen sein. Und jetzt zeige ich euch die ganzen Screens und dokumentiere das halt eben nochmal ein bisschen oder kommentiere das nochmal, dass ihr wisst, was abgeht. So, jetzt gucken wir aber trotzdem noch mal kurz in die Pokémons rein. Power up, okay. Wasser Psycho. Ja, das ist ein kleiner Psycho. Ah, okay, und da sieht man dann, wo man ihn gefangen hat. Ziemlich, ziemlich nice. Und ich kriege eine neue Schatztruhe bei Clash Royale. Auf jeden Fall ziemlich geil. Weiter geht's dann. Das seht ihr gleich. So, und hier seht ihr, dass ich die Rosanna geschnappt habe. Und ja, also habe sie zumindest gesehen. Das war gleich am Anfang relativ. Und habe mir die dann einfach mal gecatcht. Und dann hat man das eben, sieht man gleich, was man dann eben an EP und sowas gewonnen hat. Habe immer probiert, eben schnellstmöglich halt Screenshots zu machen. Klar, ist natürlich in einem normalen Gameplay viel schöner, sage ich jetzt mal, dass man es viel besser einsehen könnte. Aber ja, muss ich jetzt leider nun mal so machen. Dann ging es mit dem Levelaufstieg gleich weiter, also sprich Level 2 gleich geworden. Das lief richtig nice. Und diese Dinger kann man drehen und dann kriegt man halt Pokebälle, Tränke und so weiter und so fort. Diesen Rauch kann man verwenden. Und zwar ist es so, dass wenn ihr den verwendet, dass dass Pokémons angelockt werden. Das heißt also, weil ich ja, wie gesagt, für eine Stunde lang draußen war, habe ich mir gesagt, gut, okay, dann nimmst du mal einfach zwei davon und dann passt das auf jeden Fall. Ja, hier, nächster Punkt, wo ich dann halt lang gelaufen bin. Wieder einmal anditschen und dann läuft das. Level 2, wie gesagt. Und dann kam ich auch relativ schnell in diese Richtung mit der Arena. Da war ich dann auch am Pokémon, den Ratzfatz da, Ratzfatz wollte ich mir holen da und hab ihn auch bekommen. Und dann ging es weiter, wie gesagt, in Richtung von dieser Arena, wo ich dann aber leider noch zu low war. Und schauen wir mal weiter. Da haben wir ihn drinne und ich glaube im nächsten Bild sehen wir den dann nochmal komplett. Genau, wird dann kurz angezeigt, gut, okay, pass auf, der ist mit drin und dann war es das auch schon. Und Level 3 war ich dann jetzt, glaube ich, kommen die gleich. Da habe ich nochmal Radfratz. Was ich richtig geil finde, ist, dass das Game grundsätzlich wirklich komplett in Deutsch ist. Also es wird in-game komplett alles in Deutsch gemacht und das finde ich ziemlich geil, dafür, dass ich es ja eigentlich unter neuseeländischen Sachen gespeichert habe. Ja, hier die Arena und wie gesagt, da war ich halt leider zu low dafür und dann kam, glaube ich, gleich die Fehler- oder beziehungsweise Hinweismeldung, ganz genau, dass man da halt eben sein Können testen kann, aber mehr war da bei mir nicht. Ich war halt noch zu low. Nächstes Pokémon gefangen. Und jetzt habe ich, glaube ich, ja, nach einer Stunde irgendwie 29. Den habe ich nicht bekommen. Hypno irgendwas, glaube ich. Level 4 Aufstieg auf jeden Fall. Und dann habe ich, ja, am Ende dann, wie gesagt, als es Nacht wurde, dann relativ viel von den Tränken bekommen.
Und ja, das soll es erstmal fürs Erste gewesen sein. Wie gesagt, wollt ihr das mehr sehen, dann ja, schreibt es in die Kommentare rein und dann passt das.